steht einsam im Regal. Ein stolzer Indianer aus Edelmetall. Er lächelt noch immer wie in den 80er Jahren. Erzählt Geschichten von Mythen und tupierten Haaren. Hallo zusammen, mein nächster Gast hier in den tvberlin Studios. Er war Schlagzeuger und Gründungsmitglied bei Nena. Dann war er der Manager und Songwriter von Marlo. Und jetzt hat er eine neue Single und so viel Erfahrenheit. Er war ein Superstar in der ganzen Welt. Und jetzt ist er hier bei uns. Hallo Rolf. Hallo Brendel. Raquel, ich freue mich hier zu sein. Schön, dass du es hierher gefunden ja, hast. Danke, danke. Und du bist hier, um deine neue Single vorzustellen. Ja, genau. Meine neue Single heißt Vergessene Helden. Ja. Aus dem gleichnamigen Album Vergessene Helden. Mhm. Und das ist der erste Schritt zu meinem Soloprojekt. Ja, jetzt nach der langen Corona-Pause, wie kam es denn dazu? Naja, ich habe eine große Leidenschaft und die Leidenschaft ist Songwriting. Das heißt, ich schreibe wahnsinnig gerne Texte, habe auch schon immer Texte geschrieben. Ich habe vor ungefähr ja, so 4 Jahren ein Buch geschrieben, Nena, Geschichte einer Band. Genau. Und habe die Texte, die ich geschrieben habe, die schreibe ich übrigens in dem Kino meiner Frau in einem leeren Saal. Kannst du dir vorstellen, du kommst in einen leeren Kinosaal, dann geht so langsam das Licht an. Diese Atmosphäre hat eine unglaubliche, inspirierende Faszination. Da sitze ich dann und schreibe auf meinem iPad halt Texte. Der erste Song, der dabei rausgekommen ist, war Vergessene Helden. Und von Anfang an war für mich klar, dass das die erste Single als Auskopplung aus dem Album sein müsste und musste. Wie traurig, also ich fand das ziemlich traurig, als vergessener Held sich zu bezeichnen. Wie traurig ist das? Ach, ich blicke nicht mit Wehmut auf die 80er Jahre zurück oder auf meine Vergangenheit zurück, sondern mit viel Humor und mit viel Dankbarkeit vor allen Dingen. Denn das, was ich in den 80er Jahren erlebt habe, musikalisch und menschlich, hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Und da bin ich total froh drüber. Wem bezeichnest du denn als Helden? Uns alle. Mhm. Also die Idee zu vergessenen Helden, die kam mir eigentlich, als ich in einem Fitnessstudio war und ich trainierte und neben mir sagt plötzlich ganz unverhofft jemand zu mir, was ich immer schon mal fragen wollte, ist das nicht wahnsinnig anstrengend, 2 Stunden lang auf der Bühne zu trommeln? Und ich war total perplex und war überrascht und meinte, woher weißt du denn, dass ich Schlagzeug spiele? Ja, sagt er, du bist doch der Held meiner Jugend. Oh. Und aus Held meiner Jugend habe ich dann vergessene Helden gemacht und es gibt ja so viele vergessene Helden im menschlichen Bereich. Einmal und zum Beispiel, da geht eine alte Dame in einer Gehhilfe über die Straße und ich denke mir so, was hat diese Frau möglicherweise in ihrem Leben erlebt und was hat die für die Gesellschaft getan? Jetzt nimmt keiner mehr Notiz von ihr und sie ist ein vergessener Held sozusagen. Mhm. Das ist die Zeit, das weiß ich und das ist die Vergänglichkeit. Aber das sind so die Bilder, die mir in den Kopf kamen und auch übertragen auf die heutige Zeit in der Corona-Krise. Die Menschen, die Unmenschliches leisten, teilweise im medizinischen Bereich, im Pflegebereich, Feuerwehr, Krankentransporte und. Der Beifall, der ist so ein bisschen verhallt und die Leute geraten so ein bisschen in Vergessenheit, obwohl sie wirklich selbstloserweise auch sehr, sehr viel leisten. Und dieser Song soll auch so ein bisschen eine Hommage an die Helden unserer Zeit sein, an die Menschen unserer Zeit und aber auch an sächliche Dinge, zum Beispiel so eine überwucherte Maya-Pyramide, dieses unglaubliche Bauwerk, was plötzlich von Archäologen wieder entdeckt wird. Ja? Was hat dieses Bauwerk für eine Geschichte? Das ist so unglaublich. Ein verstaubtes Auto in einer Scheune irgendwo aus den 30er Jahren, sowas. Und ich meine, wenn man einmal über vergessene Helden nachdenkt, dann sieht man hinter jedem Baum und hinter jedem Strauch einen vergessenen Helden. Und insofern sind wir natürlich auch alle vergessene Helden, weil ständig von uns was abverlangt wird. Wir müssen ständig Leistung bringen und ständig was Neues und was Aufregendes erfinden, um uns durchzusetzen und um uns der Konkurrenz zu stellen, sozusagen. Und insofern irgendwie, haben wir alle was damit zu tun. Und wie kam dieser fetzige Beat zustande? Der fetzige Beat kam zustande, weil ich Schlagzeuger bin. Ja, und nee, du hast aber recht, dieser fetzige Beat. Das ist ein ganz typischer Beat, den ich ganz oft in den 80er Jahren auf diesen Nena-Platten verwendet habe. Und das ist praktisch mein Lieblingsbeat. Ein Freund von mir sagt immer, das ist der Brendel-Beat. Und den habe ich übertragen auf diesen Song, um auch zu zeigen,
dass ich eine Symbiose schaffen wollte der Musik der 80er Jahre bis hin in die Neuzeit, bis hin in die aktuelle Zeit. Also das ist so eine kleine Verflechtung, musikalisch gesehen auch. Hast du völlig recht. Wir sind die Alten und wir sind die Neuen. Wir sind die vergessenen Helden von morgen. Habe ich ja gerade schon das Video eingeblendet. Jetzt kommen wir nochmal darauf zurück. Das entstand während der Corona-Zeit und du wurdest begleitet von vielen Freunden. Ja, Erzähl mir. Naja, das Video ist tatsächlich während der Corona-Zeit entstanden. Ich konnte ja jetzt nicht rumfahren und drehen. Und Gott sei Dank, finde ich, und dann kam mir die Idee über eine Freundin, auch die auch in Berlin Musik macht, mir Clips zuschicken zu lassen. Also ich habe die Beteiligten an dem Album gebeten, mir Clips zuzuschicken, die ich dann zu Hause zusammengeschnitten habe. Und da sind unglaubliche Dinge bei herausgekommen, ja, weil jeder hat eine andere Perspektive, eine andere Sicht der Dinge auf Musik und auf den Text vor allen Dingen, auf die Bedeutung. Mhm. Und insofern ist da wirklich was Wunderbares bei herausgekommen. Und diese ganze iPhone- oder Smartphone-Ästhetik, die hätte ich gar nicht erwartet oder hätte ich wahrscheinlich gar nicht gemacht, wenn diese Corona-Krise nicht passiert wäre. Und manchmal haben so Krisen ja auch dann Vorteile. Hm. Und deine Freunde, die dich begleitet haben, die kennt man ja auch. Ja, zum Beispiel, also hervorheben muss ich da Lutz Fahrenkrog-Petersen, das ist der Bruder von Uwe Fahrenkrog-Petersen, mhm, mit dem ich zusammen bei Nena gespielt habe. Mit Lutz habe ich zusammen das Album produziert. Lutz ist ein fantastischer Musiker, ein fantastischer Arrangeur, ein fantastischer Toningenieur. Der hat 15 Jahre im Hansa-Tonstudio gearbeitet. Ein toller Freund auch. Mhm. Und ich finde, es macht am meisten Spaß und es ist auch immer am produktivsten, also aus meiner Erfahrung gesehen, mit Freunden zusammenzuarbeiten und mit Freunden was auf die Beine zu stellen und Musik zu machen. Wahre Helden. Jetzt kommt das Album im Oktober raus. Ja. Es gibt es auf Vinyl, also richtig schön, 80er Jahre. Die meisten wissen das ja, kennen das ja gar nicht mehr. Also unsere Azubis. Mhm. Erzähl. Na, Vinyl ist eine ganze, also eine Weiterentwicklung eigentlich von der Grammophon-Schallplatte. Das war auch Vinyl, aber das war, ich glaube, eine andere Legierung oder so. Weshalb hast du es gewählt, dass du auch so eine Auslage... Ja, erstmal, weil ich damit aufgewachsen bin, mit Vinyl. Weißt du, wenn du eine Vinylschallplatte in der Hand hast, das Cover in der Hand hast, das ist so, als hättest du ein Baby in der Hand oder so einen jungen Hund, eine junge Katze. Es hat ein tolles Format, es passt viel mehr zum Menschen als eine kleine CD, die auch ihre Vorteile hat. Mhm. Aber stellt man sich auch gerne in den Schrank, das ist wie ein Geschenk. Das ist was Wertvolles, das ist was Gehaltvolles, finde ich. Und von daher habe ich mir gesagt, es muss einfach wie in den 80er Jahren Vinyl sein, um einige Liebhaber auch zu erfreuen, nicht nur mich. Aber es gibt es auch noch andersweitig zu erwerben. Ja, auf jeden Fall. Erstmal Streaming sowieso, dass wir gekauft werden. Ja, genau. über die entsprechenden Portale. Dann natürlich CDs können erworben werden und Schallplatten, ja. Und irgendwann werde ich bestimmt auch live singen. Oh ja, darauf freuen wir uns und wir kommen, wo auch immer du bist. Super. Wir versuchen es. Aber bestimmt in Berlin. Hast du noch Kontakt mit Nena? Sporadisch. Also wenn irgendwelche Jubiläen anstehen, so 20 Jahre Nena oder jetzt zuletzt. Das war schon. Ja. Irgendwann gibt es 2000 Jahre und 4000 Jahre. Nee, es gab dann Nena, eine deutsche Legende und sowas. Da raufen wir uns zusammen und dann haben wir auch live gespielt. Ach, und schön. Dann freuen wir uns, dass wir uns nach langer Zeit mal wiedersehen. Wie oft spielst du noch Schlagzeug? Ach, nicht mehr jeden Tag, aber ich habe auf jeden Fall die Leidenschaft zum Schlagzeugspielen nicht verloren. Und ich habe mein ganzes Leben lang Schlagzeug gespielt insofern. Ich habe auch auf dem Album alles selber getrommelt. Mhm. Das musste sein und das werde ich auch nicht verlieren. Bei aller Singerei, beim Spaß, den mir die Singerei beschert. Ja, weil du bist auch ein unvergessener Held. Vielen Dank, das höre ich gerne. Ja, bitteschön. Danke. Danke, dass du hier bist. Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Richtung Unwirklichkeit.